The Necromancer Rises hat mich die Tage erreicht und wir gucken uns das Seasplit hier in einem First Look an. Das Motiv ist auf 1500 Exemplare beschränkt. Die Seasplit ist da ein kleiner Fehler unterlaufen auf der Seite. Die haben erst nur 1000 Exemplare angegeben. Entsprechend sieht die Statistik ein bisschen wild aus. Aber es sind auf jeden Fall noch Exemplare vorhanden und wer noch Interesse hat, darf gerne zuschlagen. Ja, ist doch wirklich ein schönes Display geworden. Hätte ich so nicht erwartet. Schauen wir uns mal die Neon-UV-Lichteffekte an. Ja, und selten hat ein Display so krass auf das Schwarzlicht reagiert. Das ist ein ziemlicher Brüller meines Erachtens. Das sieht richtig gut aus, wie sehr hier die Grüntöne leuchten. So, jetzt habe ich ein bisschen ein Mischlichtverhältnis an zwischen Schwarzlicht und auch normalem Licht. So sieht es dann auch interessant aus, finde ich. Ja, insgesamt ein schönes Display. Fügt sich gut in die bestehenden anderen zwei Displays von Eden Design ein. Das soll es gewesen sein zum Ersteindruck. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut.